Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Solange ich denken kann, habe ich mit Menschen daran gearbeitet, dass sie ihre Grenzen finden. Dass sie lernen, Nein zu sagen. Und ich glaube, ich war gut da drin. Würde ich schon sagen, nach dem Feedback meiner Patienten auf jeden Fall. Nur nicht nach meinem eigenen Feedback. Denn mir fiel auf, dass die Patienten wieder kamen mit den Aussagen, ja, Frau Rexnajuch, ich habe das verstanden, aber ich krieg's nicht hin. Ich habe es wieder nicht geschafft, meine Grenzen zu wahren. Mit meinem Mann, mit meinem Chef, mit meiner Freundin, mit meiner Mutter, mit meinen Kindern. All das bedeutet dann, wir scheitern, weil wir etwas üben, was wir vielleicht gar nicht gut können. Es sieht nämlich so aus, als würde das Gehirn es gar nicht mögen, wenn wir Nein sagen. Alle Anzeichen von den Botenstoffcocktails und anderen neuronalen Schaltungen weist darauf hin, dass ein Nein in sich schon einen Riesenstress verursacht. Das bedeutet, wenn ich eine natürliche Version bin, die eigentlich Ja sagen möchte, weil mit einem Ja erschafft mein Gehirn einen Botenstoffcocktail, der total fröhlich ist, der ganz offen ist und der leicht ist und viel Energie zur Verfügung stellt. Warum sollte ich dann üben, jahrzehntelang ein Nein hinzukriegen und immer das Gefühl zu haben, schaffe ich nicht? Diese Idee mit dem Ja würde genauso lange funktionieren, wenn jeder Mensch sich so verhalten würde. Wenn also jeder Mensch Ja sagen würde und er mein Ja nicht missbrauchen würde, dann müsste ich niemals Nein sagen. Und jetzt kommt der Clou. Unsere Welt hat viele Anforderungen an uns. Die Möglichkeiten, die wir miteinander haben, sind irrsinnig groß. Was bedeutet das, eine Grenzwahrnehmung im gesunden Sinne, das ist dein Bereich und das ist mein Bereich, ganz schwer geübt werden kann. Ich bin jederzeit sofort erreichbar. Ich bin jederzeit in der Lage, mir alles sofort zu besorgen. Das übt. Es gibt keine Grenze, es gibt keinen Raum für andere, sondern alles und jeder ist jederzeit verfügbar, so wie ich es möchte. Bei Naturvölkern würde so ein Aspekt niemals entstehen, weil die wüssten, wenn ich jetzt nicht schlafe, bin ich morgen bei der Jagd schlecht. Dann gefährde ich die Gruppe. Ein solches Element fehlt bei uns. Insofern habe ich angefangen, mit meinen Patienten nicht mehr an ihren Nein und ihren Grenzen zu arbeiten, sondern daran, wozu sie wirklich Ja sagen. Und dieses klare Ja genau zu definieren und sie zu ermutigen, zu diesem Ja zu stehen und dieses Ja zu leben. Ich mache ein Beispiel. Mein Lebenselixier ist, kreativ zu sein. Dinge einfach zu tun, weil sie mir gerade in den Sinn kommen. Das ist mein Lebenselixier und dazu gehört mein Ja. Und wenn ich mein Leben anschaue und die Anforderungen von außen betrachte und ich merke, dass es dann für dieses Ja keinen Platz mehr gibt, dann habe ich meine Grenze definitiv nicht gezogen. Wenn ich mich dann an mein Ja zu mir und meiner Qualität, die mich nährt, bewusst mache und mich dem auch hingebe und sage, gut, dann ist jetzt was anderes dran, bevor ich all den Anforderungen begegne, dann wird es eine Grenzziehung geben, die aus sich selbst heraus funktioniert und an der ich nicht scheitern kann. Es erfordert ein bisschen Übung, weil es völlig ungewohnt ist. Ich stelle aber fest, wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt, dass das ziemlich viel Spaß macht.